Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Rocket Racing. Beim letzten Mal sind wir Platin 1 geworden. Ich habe mir den Scorpion geholt von den Battlesternen und jetzt schauen wir mal, wie schwer es in Platin ist. Ob ich das überlebe oder nicht. Mann, Nala, hör auf, so laut zu schnarchen. Jetzt habe ich den Boost verkackt. Also cool sieht er ja aus. Und ist auch meine Abwechslung zum Octane. Weil irgendwann immer nur den Octane zu sehen, ist auch langweilig. Immer dasselbe Auto. Au. Also einen großen Unterschied sehe ich hier nicht. Können von den anderen. Sind irgendwie immer noch so wie Gold 3 Spieler. Na gut, wahrscheinlich ist das Spiel auch gerade nicht klar, ob ich jetzt Platin-Spieler kriegen soll oder Gold 3 Spieler, weil ich habe ja kein Prozent Platin. Bin ja exakt Platin geworden. Ja. Also schwer sind die jetzt nicht. Also einfach jetzt auch nicht, aber ja. Schon mal einfacher als diese ganz nervigen Silberspieler, wenn man versucht, den kostenlosen Goldskin zu bekommen. Hier wird man wenigstens nicht so dumm rum. Hier wird man wenigstens nicht so dumm rumgeschoben. Wie in Silber. Weil da haben die Leute nicht auf Taktik gesetzt, sondern einfach darauf, die anderen Leute zu nerven. Und sie von der Strecke runterzuschubsen. Das war so scheiße nervig. Nein, nein. Nicht in die Bremsfelder. Ja, da fängt schon wieder an. Komm, sagt man, es ist schön, dass es endlich zu Ende ist und die machen weiter. Ja, jetzt bringt mir der Boost auch nichts. Ach so, ist hier jetzt Runde. Oh. Ja. Also der Wagen fühlt sich ja nicht anders an. Nein, hat mir nichts angezeigt. Schade. Wo ist der? Oh. Noob. Und dann fragt man sich, wie solche Leute in Platin reinkommen. Weil außer es ist ein Bronzespieler, der mit einem Platinspieler zusammenspielt. Der ist ja schlimmer als ich. Okay, jetzt ist er. Jetzt drückt er nur. Nein, du kannst da nicht abkürzen. Der ist ja schlimmer als meine Schwester. Ja. Mir wird immer noch nichts angezeigt. Okay. Yay, was ist das? Ah ja, Anaconda, cool. Die habe ich schon mal auf privat gespielt, die Karte. Also ich fand sie einfach, wenn man nur zu zweit spielt. Aber jetzt mit den ganzen anderen Leuten, nö. Ich weiß ja nicht. Vor allem, wenn die Leute den Anfang nicht richtig hinkriegen. Ah, aua. Und, oh jeez, da hat der den schwarzen Ritter. Reingeschissen. Da oben war ein eigentlichen Boostfeld. Ah! Scheiße.
Shit. Ja gut, da hätte man jetzt den Raketenbrief gebraucht. Nochmal. Nein. Dass man aber auch voll schlecht immer aus diesen dummen Bremsfeldern rausfahren kann. Okay. Was? Hä? Hallo? Hallo? Was soll die Scheiße? Das war jetzt unfair. Toll, jetzt habe ich gar keine Chance mehr, irgendwas zu gewinnen. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch wieder runtergestuft, weil, du bist letzter geworden. Drifte doch, du vollidiotisches Auto. Yay, 12. Minuspunkte. Ja, wird mir nicht angezeigt. Yippie. Ich habe gerade meinen Titel gefunden. Mieser Trick auf Anaconda. Ist das jetzt die zweite Version oder ist das immer noch die einfache? Doch, die schwere habe ich gerade keine Lust. Wie hier aber auch fast keiner mehr mit Octane hockt. Was auch immer das ist das ein Porsche? Octane? Dingens Auto? Okay, ist noch die erste Version. Die ist wenigstens einfacher als diese zweite Version, die es gibt. Von der ich schon ein paar Videos gesehen habe. Ja, 70%. So, dieses Mal war dann gleich nicht wieder auf der Abfahrt zu reinscheißen. Das kann ja nicht sein, dass ich da einfach nur wegen Panik runterflieg. Ah, ich explodiere nicht. Gut. Wo sind denn alle? Ah ja, da sehe ich einen schwarzen Ritter kommen. Unten auf der Leiste. Okay, der schwarze Ritter hat die Nicht-Abkürzung da benutzt. Aber dass man hier auf dieser Strecke manchen Leuten manchmal einfach Hoffnung macht. Boah, der schwarze Ritter ist noch nicht hier, ist noch nicht so hoch gelevelt, dass er das Auto kostenlos bekommt. Mann, was ein Noob. Nicht mal das kriegen die Leute von der Arbeit hin. Sagt die Person, die seit drei Jahren gerade mal Fortnite spielt, macht sich über NoG lustig. Schon ein bisschen fies, aber auch nur ein bisschen. Weil es heutzutage nur noch Skins OG werden, wenn sie irgendwie bekannte Skins sind und die mal im Itemshop waren. Die ganzen Battle Pass Skins, nee, die sind jetzt keine OG Skins mehr. Das sind einfach irgendwelche unnützen Skins. Verstehe ich nicht. Wenn alle Skins, die in Battle Pass wären, OG, dann hätte ich auch viele von den OG Skins, aber nein. Verstehe ich nicht. Unfair. Und was bist du jetzt für ein Anime-Skin, Erster? Hm. Ah, fast hätte ich mich rausgeschmissen. Ah.
Ach so, das ist der Anime-Skin von der Season, wo ich nicht gespielt habe. Er ist auf. Ja. Man hatte schon wieder Angst bekommen, weil gerade angezeigt wurde, dass die andere Erster war. Wo sie hin? Oh, Platin 16%. Krass. Welche Strecke? Ach so, K2 Rennstrecke. Die ist auch eine gute Strecke. Aber dass selbst in den hohen Ligen dann auch noch Anfängerstrecken rankommen. Also die einzigen, die halt da noch dran kommen, sind die Strecke hier und die festlichen Fälle. Verstehe ich zwar nicht, wieso die mal dran kommen, aber egal. Hat hier wer was anderes? Anders. Okay, was ist denn das? Ist das ein Porsche? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Dafür aber mit Dinos. Ist ja auch was. Bringt einem zwei im späteren Leben nichts. Oh gut, ich habe 100%. Aua! Unfall. Bringt dann im späteren Leben zwar nichts, wenn man nicht Archäologe werden will, aber egal. Trotzdem. Mann, ich werde immer besser. Ich habe irgendwie nur einmal mit einem Kumpel Rocket Racing gespielt. Und das war, als wir beide von Bronze 3 auf Gold 1 grindet haben. Sonst spiele ich irgendwie immer alleine. Stehe ich nicht. Keiner will mit mir spielen. Wenn ihr mit mir spielen wollt, könnt ihr mir ja meine Freundschaftsanfrage schicken. Dann könnt ihr auch mal in dem Video dabei sein. Wenn ihr ein Mikro habt. Ansonsten seid ihr halt stumm. Dann rede ich wenigstens nicht mehr nur mit mir selbst. Also auch wenn ich das eh immer mache, mit mir selbst sprechen. Und da habe ich auch mal ein Thema, worüber ich reden kann. Muss ich mir nicht nur Antworten ausdenken. So, jetzt. Was bin ich, Sitter? Gut. Krieg ich 2%. Yay! Nächste Strecke. Und damit auch das letzte Rennen. Wieder hier. Was ist denn das für ein Skin? Hab ich noch nie gesehen. Und ich bereue es jetzt schon, dass ich in der OG-Season mir nicht den Battle Pass geholt habe. Mit dem Level 1 Skin kann man ja so kann man voll coole Kombinationen machen. Aber jetzt ist auch schon zu spät, egal. Fünfter? Nein, nicht drüber pflücken, ja gut. Okay, ich hätte zuerst nach oben drehen sollen. Nein. Oh. Mann, was mache ich denn? Wie oft habe ich jetzt dieses Video jetzt schon gefragt, wie oft, was ich jetzt schon mache? Spiel hasst mich. Glaube ich.
Kann ja nicht sein, dass ich die ganze, dass ich jetzt hier auf der Strecke so versage. Au. Hey. Jetzt, Junge. Danke. Für nichts. Ich bin 12. Krass. Wenn ich jetzt nicht gekickt werde, die 12. Dann kriege ich wenigstens vielleicht ein paar Punkte. Wegen nicht, du bist nicht gestorben. Und 11. Nur so eine Frage, fährt die? Okay, die fährt. Und? Nein? Okay, dann. Was bin ich für ein Rang? Die Battlesterne. 17%, nichts dazu, nichts verloren, ja. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Lasst ein Like und ein Abo da, habt noch einen schönen Tag, ciao.